dot, dot, square, tri- square, triangle, dot, 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 square, triangle, dot, dot, square, triangle, dot, dot, square, triangle, square, dot, dot, square, square, triangle, dot, square, dot, 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 square, dot, 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 triangle, triangle, dot, 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 square, triangle, dot, dot, triangle, dot, dot, square, triangle, dot, triangle, square, dot, square, dot, triangle, dot, dot, square, dot, 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 triangle, dot, triangle, square, square, dot, 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 square, triangle, dot, dot, square, triangle, dot, dot, square, triangle. Nein! Oh, jetzt ist der schlechte Witz schon kaputt. Gut, dann ich erzähle euch heute ein bisschen was über ein Schriftprojekt von mir. Es heißt Eugène. Und der Witz wäre jetzt gewesen, dass ich sage, ja, Eugène ist noch ziemlich Work in Progress. Das Ganze ist nämlich noch ziemlich unfertig. Ihr habt die Folie schon gesehen, es wird jetzt nichts mehr. Und genau, und eben da es so Work in Progress ist, erzähle ich euch ein bisschen, wo die Inspiration dafür herkam, wie ich auf das Projekt gekommen bin und wo das dann hoffentlich irgendwann bald mal hinführen wird. Und zwar eigentlich habe ich in Kiel eine theoretische Arbeit über Wiederholungsmechanismen oder Wiederholungen in der Schriftgestaltung geschrieben, wo es auch über Revivals gibt, warum gibt es Revivals, welche Sachen werden wiederbelebt. Und irgendwann kam halt der Gedanke, es wird sich anbieten, dann vielleicht auch eine Schrift wiederzubeleben. Ich habe mich mit Garamond oder Garaldartigen Schriften beschäftigt und habe dann eben eine tote Garamond gesucht und durch einen Zufall, es gibt ganz viele Garamonds, und durch einen Zufall habe ich dann auf einem Flohmarkt in Frankreich eben dieses Büchlein gefunden, die Joie de Lecture. Und was mich da eigentlich daran interessiert hat, waren nicht die Geschichten drin, sondern eben diese Schrifttype, mit der ich erstmal nicht viel anfangen konnte. Und bin dann zu einem Prof von mir gegangen in Frankreich, der dann meinte, let me tell you a story about Grasset. Und deswegen jetzt ein kurzer Einblick auf Eugène Grasset. Das ist ein Schweizer, also er wurde in der Schweiz geboren, hat dann die französische Staatsbürgerschaft angenommen, hat erst als Bildhauer und Architekt und Maler gearbeitet, ist dann nach Paris gegangen, um dort immer mehr Grafik zu machen, Anzeigen und hat vor allem sehr viel gelehrt an diversen Gestaltungshochschulen in Paris und sich dann irgendwann gedacht, dass er schon aus dieser Lehrerfahrung eigentlich ein Lehrbuch machen könnte und es sollte über Ornamente und Ornamentik, also Formenlehre, gehen, und zwar die Methode de Composition Ornementale von Eugène Grasset. Es geht einmal um quadratische Elemente und einmal um runde Elemente. Und das Interessante an diesem Buch ist, abgesehen davon, dass es ein super geiles Buch ist, war hauptsächlich, dass er eben die Schrift für dieses Buch auch selber gestalten wollte. Und zwar auf Grundlage der Caractère de l'Université, das eine der Vorzeigeschriften der französischen Nationaldruckerei, die irgendwie auf Entwürfen von Garamond basiert, die wahrscheinlich gar nicht von Garamond waren. Aber auf jeden Fall, da ist die Verbindung eben zu dieser Garamond. Und in der Fonderie Peignot et Fils hat er dann Mitstreiter gefunden, die waren von seinen Entwürfen ziemlich begeistert. Er hatte da auch schon persönliche Kontakte hin. Und so wurden die Grasset-Schriften dann erst in Frankreich veröffentlicht, eben mit diesem Buch und noch ein Buch über mittelalterliche Rittergeschichten, wurden die eingeführt und ziemlich beworben. Später hat dann die deutsche Gießerei Genschen Heise die Originalmatrizen gekauft und für den deutschen Markt angepasst. Und danach hatte die Schrift einen ziemlichen Downfall, war Gegenstand von einem Rechtsstreit, den Peignot auch verloren hat, und wurde dann von anderen Schriften, die im Jugendstil dann angebrochen ist, aufkam, immer weiter verdrängt. Es war in Frankreich noch relativ populär, außerhalb von Frankreich, soweit ich weiß, relativ schnell nicht mehr. Das war auf jeden Fall meine Grundlage, meine Rechtfertigung. Mit der könnte man vielleicht was machen. Es gibt nämlich auch kaum digitale Entsprechungen davon. Ich wollte aber kein
bloßes Revival machen, sondern nachdem ich mir diese ganzen Geschichten um Grasset angeschaut habe, wollte ich eigentlich eher eine Hommage an ihn machen und das in meiner Version der Schrift verarbeiten. Erste Hommage natürlich der Name Eugène. Anscheinend hieß auch der Stempelschneider, der die Originale geschnitten hat, auch Eugène mit Vornamen. Fand ich ganz nett. Und genau, dann angefangen mit ziemlich krakeligen Handskizzen. Die schalte ich auch ganz schnell weiter. Und habe dann geschaut, was für mich die interessanten Aspekte an dem Schrifttypus sind. Wie ja, die relativ kalligraphische Anmutung immer noch, die einseitigen Serifen und so ein paar Besonderheiten auch in der Interpunktion, die man vielleicht sieht, das T und eben die Strichenden und Anfänge, dass die relativ unterschiedlich sind. Also mal gerade, mal eine Einbuchtung haben, mal tropfenförmig. Und genau, das dann für meine Version eben teils mehr, teils weniger übernommen. Und die Buchstaben auch teilweise angepasst und mehr Richtung Garamond-artig gerückt oder dann in dieser Grasset-Schiene belassen. Und ja, ich habe dann irgendwann eine Leidenschaft für verschiedene Versionen entwickelt. Am Anfang war es noch eine Dezimalstelle, irgendwann wurde es dann eher so 3 Dezimalstellen und 2 Dezimalstellen. Und genau, und teilweise ziemlich lang gebraucht, bis ich eine Form gefunden hatte, die mir gefallen hat. Und das war das eben die Eugène Romain und die dazugehörige Eugène Italique standen. Genau, mit zugehörigen Akzenten und eben die Interpunktion, was man braucht, Zahlen. Entschuldigung. Und genau, den geläufigen Symbolen war soweit ein ja, benutzbarer Zeichensatz fertig, den ich dann für die Arbeit hernehmen konnte. Und genau das Textbild, genau wollte ich eben eher an die Entwürfe von Genscher Heise anpassen. Die hatten einen schöneren Grauwert. Und genau, soweit waren dann der Grundstock für mich gelegt. Und dann kam eigentlich die interessante Arbeit für mich, oder die noch interessantere Arbeit, und zwar eben diesen Hommage-Charakter oder den Grasset mehr reinzukriegen. Der hat nämlich eben für seine Werbeplakate und für die ganzen Arbeiten, die er gemacht hat, relativ viele Schrifttypen entworfen, viele Letterings gemacht, könnte man sagen. Und in denen habe ich immer so einen gewissen Charakter gesehen, also die zusammenhält, wie er mit den Buchstaben umgeht. Und das sieht man dann vor allem noch, wenn man sich die Initialalphabete gemacht, die er unter anderem für Penelope's dann gestaltet hat und auch für andere Schriften zur Ergänzung oder für Buchverlage. Solche Formen, wie man zum Beispiel am G und am C sieht, wo ich mir dachte, so, das erinnert mich auch ganz stark an die Grasset schon. Und dann wollte sowas dann in die Eugène mit integrieren. Habe ich dann mit Stylistic-Sets gemacht und gibt es dann eben für die Majuskeln diverse Stylistic-Sets, die dann auch mal ein bisschen expressiver sind und diesen Art Nouveau-Charakter noch mehr transportieren. Schaben und dann ja, gibt es auch eben die Square Initials. Und dann mehr auch noch zu den Zahlen. Es gibt mehrere verschiedene Zahlenformate, nach Ausgabe sind eben die tabellarischen Ziffern sind eben Grotesk-Ziffern und keine Antiqua. Es kommt auch aus der Methode der Composition Ornamentale. Da wurde es auch so gehandhabt. Also wurden natürlich gemischt, aber die Eugène hat es eben integriert. Und verschiedene Varianten für Akzente. Und genau, dann der letzte Schritt, also das ist auch immer noch wirklich sehr Work in Progress, war dann, wie könnte ich da noch mehr Varianz reinbringen? Und ich wollte keinen Bold-Schnitt machen dazu, um das zu erweitern, sondern eigentlich eher ja, einen unterschiedlichen Stil dazu kriegen und eben in dem bereits mehrmals erwähnten Methode Composition Ornamental gibt es unter anderem diese Grafik, wo Grasset eben er beschreibt halt die unterschiedlichen Abstufungen, wie man Material behandeln kann. Und das fand ich das sehr schön illustriert, dass eben von der Dachbalkenkonstruktion spricht, die halt unbehandelt und
sozusagen rein funktional sein kann und dann eben in verschiedenen Abstufungen immer mehr behandelt wird. Und das ließ sich zumindest in meinem Kopf ganz gut auf Buchstaben übertragen, auf Stämme und Serifen, wie man mit denen umgehen kann. Deswegen soll es dann eben die L-Roma, die E und die G geben, also die eben verschiedene Abstufungen dieser Behandlung sind. Genau, und dann, ja, wie gesagt, ist dann eigentlich die L ist mehr oder weniger eine abgewandelte Slab, Serif oder Egyptien. Und die G hat dann eben viel behandelt, alles ist viel feiner und Strichstärkenkontrast ist weit erhöht. Und die Stämme sind eben nicht mehr ganz gerade, sondern haben immer eine leichte Einbuchtung. Und wollte dann trotzdem auch in dem festeren L-Schnitt dann ja solche Eigenheiten, die die Italik zum Beispiel hat, wie die Unterlänge im R trotzdem behalten. Und, ja. Genau, das wären dann so die zwei extremsten, wären sozusagen die L-Roma und die G-Italik, die halt super floral ist im Vergleich zu den anderen. Also geht dann von Gips zu floral, mehr oder weniger. Genau, wenn man es untereinander mischen kann. Genau, damit war es eigentlich mehr oder weniger so den Fahrplan geschaffen. Wir sind, als ich nochmal wie Specimen angeschaut habe, eben, und eben das Manuel Français de Typographie Moderne mit den ganzen französischen Schriftsammlungen drin, bin ich dann noch auf die Auriol gestoßen, die wahrscheinlich oder in Frankreich anscheinend eine der bekanntesten Schriften ist. Grasset hat da als Berater mitgearbeitet, mit dem Künstler Auriol zusammen, eben wurde entworfen, auch für Pignol Fils, und auch da habe ich wieder Formen gefunden, die mich an die Grasset erinnert haben, was mich dann letztlich auf die Idee gebracht hat, ja, vielleicht dann so einen Stencil-Schnitt noch für die Eugène oder den Auriol-Schnitt. Und ja, es funktioniert mit der Balkenkonstruktion nicht mehr ganz so gut, aber ich baue zum Glück auch keine Häuser, deswegen dachte ich, kann ich mir das erlauben. Genau, soweit, wie gesagt, alles sehr Work in Progress und werde da noch eine Zeit lang dran sitzen an der Abstimmung von allem. Euch vielen, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank für die Einladung und ja, viel Spaß mit dem nächsten Vortrag. Soll ich abschrecken einfach?